Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XPR Foundations. Ja, hier wieder in dem schönen Xenon-Sektor. Wir versuchen hier mal etwas aufzuräumen. Aber nicht mehr unbedingt. Ja, jetzt haben mich auch die ganzen Geschütztürme anvisiert. Da sind sie das weg. Meine Schilde halten. Ist ja so, eigentlich könnte ich auch meine Odysseus ja besser ausrüsten oder beziehungsweise modifizieren mit besseren Schilden. Und auch dementsprechend Waffen, dass die auch mehr Schaden machen. Das wäre eigentlich auch eine coole Lösung oder Möglichkeit. Aber ich muss noch schauen, dass ich bessere, also beziehungsweise einfache Waffenmodule bekomme, Schildmodule. Dass ich da auch dementsprechend mehr Schaden mache. Oh ja, jetzt verliere ich auch ein paar Schilde. Wenn ich sowas noch erlebe, dass ich Schilde verliere. Komm, triff doch mal bitte nach oben. Ja, jetzt kann ich auch wieder den Sinser nutzen. Ja, meine Schilde sind wieder aufgefüllt. Ah. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Na ja, gut, du wirst eh auf der anderen Seite zerstört. Wenn du durchfliegst, viel Spaß. Gib den anderen einen schönen Gruß von mir. Dass die dich zerlegen sollen. Tschüss, liebes K. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's zur Station. Die Station war irgendwo hier oben gewesen. Wo waren denn die Stationen? Ja, hier sind mal einige Asteroiden, die ich ja unbedingt ja, jetzt gerade haben möchte. Wir machen mal kurz den hier. Ich weiß nicht mehr, wo die Station ist. Die war, glaube ich... Ah, nee, stopp, stopp, stopp. Ich habe ja einen neuen Spielstand gestartet. Die Station ist jetzt halt irgendwo anders. Ist ja nicht mehr auf derselben Position wie vorher. Stimmt, 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 stimmt. Naja, bis der mal den Reiseantrieb geladen hat, das dauert auch lange. Bei diesem großen Schiff. Was ist mit den Waffen los? Ist doch nichts mehr. Und das Schiff ist eigentlich doch sehr schnell für seine Größe. Es ist sehr, sehr schnell. Da ist die Station. Oh oh. Aber dementsprechend ist es auch sehr, sehr träge. So, mal schauen, wie sehr ich es hier aushalte mit den Drohnen. Wie lange ich es aushalte. Wir starten mal den Reiseantrieb, oder den Reisemodus. Ich mache mir mal derzeit eine Zigarette an, bis ich dort ankomme. Ist ja wahrscheinlich Zigarette weg. Nee. Spaß. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt weitermachen werde mit den Folgen. Ich denke mal, ich werde jetzt ab Sonntag hier werde ich nur eine Folge rausbringen. Aber dafür Sonntag wieder mit X3. Wird es dann weitergehen? Weil ich muss mich da auch erst wieder reindenken, X3. Und ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich werde definitiv die EMC-AP-Mod weiterspielen. Oder gegebenenfalls noch eine weitere Mod. Wahrscheinlich Litcube Universe werde ich dann spielen. Das Problem ist, ich muss ja dementsprechend das Spiel komplett auf Englisch stellen. Und Englisch ist jetzt nicht gerade meine größte Stärke. Ja, also, ich habe zwar nur das schulische Englisch, aber ja, nicht so viel. Deswegen werde ich dann auch mal schauen, Litcube Universe spielen. Ich kann ja das Spiel jederzeit auf Deutsch und Englisch umstellen. Ah, das sind die Drohnen. So, auf geht's, meine liebe Drohnenfreunde. Verteidigungsdrohne
Sie haben eigentlich nicht viel Leben. Mal schauen, was hier die... Weil das Problem ist mit den Drohnen, die sind in der Mehrzahl, sind die sehr, sehr, sehr tödlich. Weil hier sind schon die nächsten gestartet. Das ist nämlich das größte Problem, dass die... Ja, und das Schiff, das ist auch nicht so treffsicher. Ich hätte sollten umgehend auf Laser gehen. Plasmakanone ist alles gut und schön, aber... Sind die nächsten Drohnen gestartet? Oder beziehungsweise immer noch dieselbe Anzahl an Drohnen? Ja, doch, hier sind die nächsten gestartet. Verdammt! Ich glaube, gegen so eine große Anzahl hätte ich, glaube ich, keine Chance, weil... Ja, ich verliere schon Schilde. Zwar jetzt ja nicht so extrem, aber... Ja. Ich habe hier abgespeichert, oder? Ich würde gerne wissen, wie viel... Da sind schon die nächsten gestartet, mein lieber Scholli. Ja, die Waffen sind nicht gerade... Naja, zielsicher, muss man sagen. Das ist das Problem, was ich habe. Aber sie hält schon einiges aus. Jetzt wird die Frage, wie viele Drohnen er hat. Ja, das ist das nächste. Hier ist schon die nächste Staffel gestartet. Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern ohne Sinzer. Lassen die Drohnen auch. Ich habe nur zwei Stück zerstört. Drei. Drei Drohnen zerstört. Mein Gott. Also viel hält das Schiff nicht aus. Oder beziehungsweise viel Schaden macht es nicht. Wir kehren mal zurück. Weil es macht so keinen Sinn, hier mit den Drohnen zu kämpfen, wenn ich auch nicht mal genügend Feuerpower habe. Ich glaube, ich muss wirklich das Schiff etwas verstärken. So, das Tor ist dort hinten. Die Drohnen verziehen sich auch nach einer gewissen Zeit. So. Ja. Ich brauche mehr Feuerpower. Drei Drohnen zerstört, das ist kein gutes Ergebnis. Ich sag mal, in X3 wären da schon ein paar mehr zerstört worden. Nicht nur Drohnen, sondern auch Schiffe. Deswegen schaue ich mal, was ich mit diesem Schiff alles anstellen kann. Inwiefern ich dieses Schiff upgraden kann, von der Bewaffnung her. Wichtig sind mir erstmal die kleinen Waffen. Die großen sollen mir jetzt erstmal egal sein. Die hoffe ich, die machen erstmal vorerst mal genügend Schaden. Aber die kleinen sollten doch eher als Abwehr dienen, als Jägerabwehr. Komme ich da durch? Ja, ich passe da durch. Und wenn ich da mal... Habt ihr es bald dort hinten? Oh Gott. Das war ja sowas von klar, dass er muss hier automatisch speichern. Oh Gott. Immer zu Zeitpunkten, das ist Wahnsinn. Mein Gott. So, hier ist nichts mehr. So, gut. Dann schaffen wir mal dieses Schiff erstmal zu einer Schiffswerft. Leitsystem aktivieren. Dann geben wir mal Volldampf. Dann in diesem Zeitraum schauen wir mal... Ja, 500.000 Credits. Okay, das geht ja noch. Geldmittel verwalten. 400.000. Jawohl. Und du? Bist du noch dabei? Raumkrautproduktion. Sehr schön. Geldmittel verwalten. Ach, nur 100.000. Das ist aber wenig. Hier hast du mal wieder etwas Geld. Wie sieht's denn aus?
Ich bräuchte noch 8 Millionen. Beziehungsweise ungefähr 6 Millionen. Dann wären auch die anderen Sachen fertig. Das wäre hier die medizinische Versorgungsgüter. Oh, das dauert noch ein bisschen. Die kommen, glaube ich, als letztes, ne? Ja, genau. Die kommen als letztes dran. Ah, verdammt. Ja gut, aber dafür Raumkrautproduktion. Die erste ist doch, glaube ich, schon gestartet. Das Schiff ist schnell. Verdammt schnell. Für seine Größe hier, mein lieber Scholli. Oh, da kommt ein Asteroid. Oh, da kommen mehrere Asteroiden. Hier, schön ausweichen. Na, ausweichen mit einem großen Schiff ist... Ja, ist schön für dich, dass du unbedingt Verstärkung brauchst. Wieso hast du jetzt da gestoppt? Wieso hast du jetzt da gestoppt? Verdammt. Wir sind noch nicht am Ziel. Naja, gut, okay, sind sie an. Autopilot eingeschaltet. Ich hoffe mal, der Autopilot hat nicht nochmal eine Fehlfunktion. Das hatte ich wieder mal offscreen gehabt. Akonische Föderation 23, okay. Hatte nochmal eine Fehlfunktion gehabt, der Autopilot. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Jetzt ist die Frage. Ich muss dort hinten andocken. Yep. Aufstehen. Das müsste ich doch quasi auch jetzt an der Station. Genau, okay. Wir gehen mal dorthin. Oh, nee. Nee, stopp, ich bin hier verkehrt. Sorry, ich bin hier ganz verkehrt. Hallo. Was ist mit dir passiert? Siehst so groß aus. Nee, ich wollte eigentlich nicht zu dir. Ich wollte eigentlich irgendwann dahin. Ich wollte hier zum Schiffshändler. Genau, dort wollte ich hin. Mal schauen, ob ich dort die Odysseus etwas aufmotzen kann. Nee, ist mein Platz. Ja, kann ich sogar. Ich kann sogar alle Waffen. Außer, ich kann die Geschütztürme nicht modifizieren. Was ist denn das für ein Käse? Ich kann nur die Schildgeneratoren und den Rumpf. Aber ich kann keine Waffen. Bäh. Das ist doof. Schilde könnte ich machen, aber keine einzigen Waffen. Das finde ich ein bisschen doof. Lila. Was sind das für Muster? Oh Gott, da kriegst du ja Augenkrebs davon. Und davon erst. Oh mein Gott. Nein. Oh nee, das geht ja gar nicht. Schade, man kann die Odysseus nicht großartig... Ja, hi. Nicht großartig aufrüsten. Gefechtsgegenmaßnahmenkapazität. Naja, nee. Kapazitätsmodifikation für aufgestellte Objekte 1 bis 4? Nö. Maximal Hüllenwert? Nee. Raketenkapazität 1 bis 4? Was? Hä? Was hat denn das für einen Sinn? 1 bis 4? Wenn, dann sollte hier stehen 20 bis 60 zum Beispiel. Ja. Würde ich jetzt da das Ganze einbauen? Boah. Ja, ich kann nur die Schilde vergrößern. Puh, schade. Schade. Ah, schade. Ich kann die Odysseus nicht upgraden. Ich glaube, ich muss wirklich wieder mit Mods spielen. Es hat leider so, glaube ich, keinen Sinn mehr. Ich denke mal... Na, was ist mit... Wieso? Hey, Odysseus, was machst du da?
Entferne alle. Ja. Wieso dockst du ab? Ziviles Schiff. Zeranit Schiffswerft. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, dann schaue ich mal, ob ich die Pulsar bisher noch weiter aufrüsten kann. Weil, definitiv ja. Es ist ärgerlich. Ich glaube, ich werde doch wieder mit Mod spielen, weil ich würde erstmal sagen, egal, auf die, ja, auf die Expeditionen. Ich sehe die Leute ja und denen kann ich auch grüßen. Was? Wo ist jetzt mein Schiff schon wieder? Hä? Ich habe doch hier die. Wo ist denn die Pulsar? Oh. Ja. Hä, die Pulsar ist doch da. Ja, das mit den Toren, das sieht so riesig aus. Beziehungsweise ist ja eigentlich schon eine Landeplattform. Das sieht so riesig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wieso kann ich jetzt an meine Pulsaren? Ach so, ah. Ja, kann ich ja nicht tun. Es ist ja eine Großschiffswerft. Was würde denn passieren, wenn ich docke an? Sie könnte eigentlich hier andocken. Es würde ja Sinn ergeben, weil ich habe ja hier ja, ein kleines Schiff. Und ich muss ja dieses Schiff hier auf einer. Ja, Raumpier muss ich die aufrüsten. Das muss ich ja tun. Und nicht an einer großen Schiffswerft. Das war jetzt ein Denkfehler von mir gewesen. Sorry. Mods, Mods, Mods. Ich werde mal versuchen, wenn die nächste Expedition wieder keine Ergebnisse liefert. Ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Es ist halt Beta, ganz klar. Aber ja, was soll man da tun? Schade um die Modifikationen, dass ich die, ja, die außergewöhnlichen oder die fortgeschrittenen eher selten bekomme. Vielleicht gibt es dafür auch eine Mod. Dass ich die dann irgendwie bekomme. Und ja. So, wir docken hier mal ganz kurz an. Oh, 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 oh. So. Nein. Bekommst keine Verstärkung von mir. Pop, 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 pop. So. Schiffshändler. Und dann. Ja, okay. Hier kann ich es aufrüsten. Gut, was hätten wir denn als Waffen? Ich hätte hier Schaden. Nur eine. Naja, gut, okay. Oh, 49%. Perfekt. Ja, schade. Nur eine einzige kann ich aufrüsten. Ich dachte, es wäre mehr, aber. Ansonsten hier. Schaden. Nee. Hier drei Stück, zwei Eigenschaften, zwei Eigenschaften, eine Eigenschaft und zwei Eigenschaften. Also wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso das hier so oft erscheint. Das ist für mich leider immer noch ein Rätsel. Rumpf kann ich nichts tun. Hier Raketen 1 bis 4. Klar, okay, beim kleinen Schiff hätte ich es noch verstanden. Maximal 10 Stück, aber ja, mehr. Schiffsflugwiderstand, dass es wendiger wird. Schiffsmassemodifikation. Das ist ein Schiffsmasse. Ja, je weniger Gewicht, desto wendiger wird es auch. So würde ich das sagen. Und hier hätte ich dann eher gesagt, je mehr Hülle, desto schwerer wird es, weil man verändert ja in dem Sinne ja die Panzerung. Oh. Schilde. Da hätten wir 5 bis 20%. Könnten wir
Oh Gott. Oh Gott. 11%. Hä? Einfache Schildgeneratorspule? Hä? Moment, wieso habe ich jetzt da wieder 4? 3? 4? Hä? Was? Wieso bekomme ich hier die Sachen wieder zurück? Hä? Was zum Teufel? Hä? Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal Feierabend und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis denne. Tschüss.